wenn du in deine Präsentation hochauflösende Bilder direkt von deiner Kamera zum Beispiel einbaust, so schwillt sie recht schnell an zu einer beachtlichen Größe. Nehmen wir nochmals dieses Beispiel, diese Reisepräsentation. Mit Befehl I werden die Dateiinformationen aufgerufen und hier sieht man, diese Datei, obwohl sie nur wenige Bilder hat, ist 39 MB groß. PowerPoint hat ein gutes Werkzeug, um die Dateigröße nachträglich zu verkleinern. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du sie weitergeben musst, damit sie einigermaßen schlank durchs Internet geht. Per Mail wird sie wohl sowieso nicht verschickbar sein. Da brauchst du eher einen Cloud-Dienst. Mit der gedrückten Umschalttaste klicke ich in die erste und in die letzte Folie. Es werden also alle Folien ausgewählt und jetzt wähle ich Datei, Bilder komprimieren und ich werde gefragt, wie stark diese Komprimierung sein soll. Im Prinzip reicht E-Mail immer noch auch für eine anständige Präsentation. Ich wähle zur Sicherheit hier mal die zweitkleinste Bildschirm 150 ppi, also 150 Pixel pro Inch. Wenn ich jetzt auf OK gehe und erneut speichere, Datei speichern oder Befehl S und anschließend hier nochmals die Informationen aufrufe, so siehst du, ist sie nur noch halb so groß.